gerade wieder. Die Zeit ist mittlerweile abgelaufen, aber ist ja auch egal. Ich würde sagen, die beiden Russen, da könnte ich noch töten. Wieso nicht? Ich darf eigentlich gar nicht Russen sagen, weil es sind ja Sowjets, aber... Ich will jetzt auch nicht rassistisch rüberkommen, ne? Aber es sind halt die Feinde im Spiel, ich würde sagen. Richtig, perfekt. Der Timer hat perfekt geendet. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So, da bin ich wieder bei Indiana Jones und der Turm von Babel. Ich habe einen 2-Sekunden-Cut gemacht, einfach wegen YouTube. Ja, den Timer starten wir auch mal ganz gut, alles klar. So, dann holen wir uns noch die Munition hier. Ja, Leute, ihr seht schon, es sind echt viele Leute mit der 9mm Automatik unterwegs. Deswegen habe ich euch auch gesagt, im letzten Part, nehmt lieber am Anfang noch die 9mm Automatik, weil die schwere Pistole und die Gewehre sind halt eben stark. Aber die 9mm Automatik, ich sag's mal so, an Munition wird's da nicht mangeln. Also die schwere Pistole, von der haben wir jetzt erstmal 5 Munition und von der 9mm Automatik verpasst. Was ist das? 82 Patronen. Nein, erste Hilfe. Hey. Etwas Medizin. Yay. So, ein bisschen Versicherung haben wir uns auch noch mitgenommen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch mal hier weiter. Ich hatte mal einen Gastkommentator hier, an den, also ich habe das hier schon alles schon mal aufgenommen, ne? Aber ich hatte mal schon mal, weil ich, also sagen wir es mal so, ich hatte, es war mal ein Gastkommentator bei mir und der hat dieses Video hier mit mir kommentiert. Es tut mir jetzt sehr leid, aber das Video war so peinlich, dass ich es einfach jetzt einfach mal neu drehe. Ne? Tut mir sehr leid an diesen Gastkommentator. Ich hoffe, er kann es mir verzeihen, aber es war halt so peinlich. Ich weiß nicht, ob er in den Videos genannt werden möchte. Es kann ja sein, dass er mal nochmal hierher kommt. Aber ich glaube, wenn er schon in einem Video dabei war, kann er auch ruhig in meinen Videos genannt werden. Und zwar tut es mir sehr leid, Alex, aber das war echt ein bisschen peinlich, das hier. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, ich gebe ihm auf jeden Fall noch eine zweite Chance. Also da könnt ihr auch drauf Gift nehmen. Also er wird auf jeden Fall nochmal in einem meiner Videos drin vorkommen und ich weiß nicht, wo lang es geht. Er wird auf jeden Fall nochmal in einem meiner Videos drin vorkommen. Ich glaube, es sind Minecraft und Indie, in der er dabei ist. Und tut mir sehr leid, Alex, aber das nächste Mal wird's besser und ich verspreche dir, dass ich eines der Videos mit dir auch hochladen werde. So, ich glaube mal jetzt echt, dass es hier lang geht, oder? Ne, hier geht's auch nicht lang. Hä? Leute, es gab echt mal Zeit, da konnte ich das hier auf Anhieb, aber jetzt habe ich mich irgendwie verlaufen. Oder ist das hier schon der richtige Weg? Nee, toll. Es gibt übrigens, wenn man M drückt, eine Map. Aber die ist momentan ziemlich kompliziert. Hier muss doch irgendwo lang gehen, Leute. Kann doch nicht sein. Also, wo sind wir denn hergekommen? Wir kamen von... hier. Oder? Ja, wir kommen von hier. Ja, wir kamen von hier. Ich glaube, jetzt müsste man eigentlich nach rechts. Und dann sollte man hier durchkommen. Nee, Moment, Leute. Nee, müsste man nicht. Aber er trifft sich auch eigentlich ganz gut, weil wir haben hier ein Artefakt. Yay. Ich hätte schon fast verpeilt. So. Normalerweise sollte heute eigentlich auch kein Part von Indie kommen, aber ich dachte mir einfach an einen Kommentar, die mir eine Abonnentin geschrieben hat. Die hat gesagt, ihr gefällt das Projekt. Und da dachte ich, wieso mache ich dann nicht einfach mal einen Part außerhalb der Woche, also außerhalb des Termins. Danke an dich. Ich weiß jetzt nicht, ob du im Video genannt werden willst. Aber ich glaube, diejenige, die diesen Kommentar geschrieben hat, sollte sich eigentlich angesprochen fühlen. Ich glaube, hier geht's weiter. Also, ich bin mir aber sicher, dass es hier noch ein Artefakt gibt. Ja, Leute. Hier geht es jetzt eigentlich weiter, aber ich schwimme jetzt nochmal zurück, weil ich habe noch ein Artefakt übersehen, und zwar einen goldenen Barren. Wir haben gerade eben schon einen Silberbarren gefunden. Aber es gibt hier noch einen Goldbarren und ich möchte halt eben jeden einzelnen Schatz in diesem Spiel finden. Jetzt weiß ich aber wenigstens noch, wo es weitergeht. Hier muss noch irgendwo ein Barren sein, aber ich weiß jetzt nicht wo. Ich meine, der war hier irgendwo. Vielleicht hier. Ja, da. Nee, das sind Goldmünzen, hä?
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es hier noch einen Goldbarren gibt. Da bin ich mir sicher. Wie viele Schätze haben wir denn jetzt? 4 Schätze, okay. Ich gehe jetzt mal im Kopf durch. Wenn ich das gemacht habe, gibt es nur noch... den Schatz. Dann gibt es noch den... Nee, hier muss es noch irgendwas geben, Leute. Ich würde eigentlich sagen, wir sind gerade im Level schon mindestens bei der Halbzeit. Deswegen muss es hier irgendwo noch einen einzigen Schatz geben. Mindestens einen. Ich glaube auch ein bisschen, dass den Entwicklern hier ein bisschen die Ideen ausgegangen sind, wo sie ihre Schätze verstecken, weil ich glaube, in diesem Wasserlabyrinth sind schon 3 Schätze. Ich glaube, es geht hier lang. Und dann nach links. Meine ich. Ne, hier war der Silberbarren. Hier war der Silberbarren. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dahin, wo wir hingehören, und zwar am Ende des Levels. Obwohl, eine Sache könnte ich noch untersuchen, und zwar... Es kann ja sein, dass hier hinten noch ein Schatz ist. Erstmal ein bisschen Luft holen. Ich leier Indy jetzt erstmal aufs Ende aus, ne? Also ich könnte nicht so lange tauchen und schwimmen, aber... Was sagt der Timer? Okay, wir haben noch genug Zeit. Ist hier noch was? Ne, hier ist nichts mehr. Hier muss irgendwo noch ein Goldbarren sein, Leute, das sage ich euch. Aber bevor ich jetzt mit euch jetzt mit dieser Suche hier langweile... Würde ich sagen, gucke ich nochmal ganz schnell hier. Hier ist nichts mehr, okay. Ich nehme jetzt nochmal da hinten Luft. Lol, wo bin ich jetzt gelandet? Ich dachte eigentlich... Ach, da, oh, ich bin auch manchmal echt so verpeilt. Ich guck mal ganz schnell hier unten nochmal. Ne, hier war ich gerade. Jo, Leute, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier 20 Stunden nach diesem Goldbarren suche, würde ich erstmal sagen... Ich gehe noch ganz schnell wieder Luft holen und dann gehen wir erstmal dahin, wo wir hingehören. Obwohl, muss ich Luft holen? Ja, ich muss Luft holen, okay. Dann hier. Ihr hört schon an den Geräuschen, dass wir hier in der Nähe von einer russischen Bahn sind. Gehen wir mal hier lang. Hier war ich gerade eben schon, das weiß ich, Leute, aber... Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, Leute, das ist jetzt so peinlich, ne? So peinlich ist das gerade. Vor allem, der Part ist gleich vorbei. Na, gleich nicht, aber ein paar Minuten. So, wo war ich jetzt nochmal? Ich bin hier. Dann gehe ich jetzt tauchen. So. Dann gehe ich, glaube ich, hier lang. Dann muss ich nach da unten. Nee, muss ich nicht. Hä? Oder muss ich etwa da lang? Ne, da oben muss ich auch nicht lang. Oh, Indy, du bist manchmal... Ja, natürlich muss ich jetzt erstmal die Schuld in die Schuhe schieben. Ne, er kann ja eigentlich gar nichts dafür, dass ich so verpeilt bin, aber... Dann fabbel ich halt eben nochmal hier lang, gehe ich nach rechts. Gucke ich nach unten. Wetten, hier ist jetzt der Goldbarren, den ich suche. Ne, ist er nicht. Okay, auch gut. Hä, wo ist denn jetzt der Ausgang? Ich kannte das Thema auswendig, Leute. Dann schwöre ich euch. Ah, das ist ja ewig her, dass ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt habe. So, gehen wir nochmal tauchen. So, jetzt, ja, hier geht's lang. Okay, Leute. Tut mir leid für diesen kleinen Fail. Ich dachte halt eben, dass hier noch ein Goldbarren wäre. Kann ja auch sein, dass hier wirklich noch einer ist. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wo sich manche Artefakte befinden, könnt ihr es meinetwegen auch ruhig in die Kommentare schreiben. Jetzt werde ich auf Skype angeschrieben. Kann ja nur noch besser werden. Ist ja jetzt auch ganz egal. Ich meine, das sind Multigamer HD. Die wollen mit mir eine Runde zocken, aber jetzt nicht. Tut mir schon leid, wieder Leute. Verschlossen. Ja, dumm gelaufen. Guck mal, ob hier ein Schlüssel ist. Lol. Hey! Остановись! Doch gelaufen. Здравствуйте, товарищ. Öffnen Sie die Tür. Ich soll hier die Ausrüstung. Naja, Sie wissen schon, das Zeug zum Graben und so. Hey, was immer Sie brauchen, ich habe es. Ты шпион? Мне прекрасно стрелять шпионов. Was zum Fick? Hallo, Dr. Jones. Willkommen in Babel. Ich bin Simon Turner. Moin, Simon. Sie erinnern sich? CIA. Sophia arbeitet für mich. Ah, richtig. Sie haben das Zahnrad geklaut.
Und unsere kommunistischen Freunde ahnen nicht einmal, dass es fehlt. Volotnikov ist ein engstirniger Akademiker, kein Mann der Praxis, und ich benötige Informationen, die er einfach nicht hat. Deshalb haben wir Sie ins Spiel gebracht. Sie sind ein berühmter Archäologe, ich bin nur ein kleiner Spion. Hiermit sollten Sie durch die Tür kommen. Ganz nebenbei, Gerüchten zufolge haben die Russen eine Statue des geflügelten Gottes Marduk gefunden. Wäre nett, wenn wir die in die Finger bekämen. Fänd ich auch. Unterhält die CIA ein Museum? Die Firma unterhält lediglich einen Stab von seelenlosen Bürokraten. Ich hingegen bin ein passionierter Sammler. Darauf könnte ich wetten. Darauf könnte ich wetten. LOL. Ja, nee, ist klar. So, ich würde sagen, ich speichere jetzt mal und wir sehen uns.